Präsentiert von der SYK. Energie und mehr. Das hier ist unsere Müllausbeute von heute. Und wie es dazu kam und wie wir uns geschlagen haben, 50 Teilnehmer und ich, das seht ihr jetzt. Was ist die persönliche Motivation? Eher Umweltschutz oder eher sportliche Betätigung? Also eigentlich eher Umweltschutz, weil ich bin eigentlich ein bisschen lauffaule Sportlehrerin manchmal. Und das motiviert mich. Also ich brauche ein bisschen eine Aufgabe beim Laufen, weil es ist sonst immer ein bisschen langweilig. Und dann kann ich mich einfach auch umweltschutztechnisch engagieren. Deswegen finde ich es toll. Weil ich sehr viel renne und in der Natur rumlaufe, ärgert es mich unheimlich, dass die Leute so viel wegschmeißen. Und da hebe ich auch ab und an mal gern was auf, weil es kann nicht so weitergehen, weil das vermüllt sonst alles zu sehr. Wie gut kann man denn Blocken als Nicht-Sportler oder ungeübter Läufer machen? Also letztendlich kann Blocking jeder Nicht-Sportler machen, genauso wie jeder Aktive. Ist eigentlich für jedermann was, ob für Kinder oder für Erwachsene. In jedem Alter kann man Blocking machen. Und wenn ich jetzt so ein Profiläufer bin, also in Anführungsstrichen, und trainiere sowieso fünfmal die Woche, wie kann ich dann beim Blocking noch so einen Trainingseffekt einbauen? Statt mich vielleicht nur ein bisschen zu bücken, gehe ich einfach mal ein bisschen tiefer. Und je öfter ich mich auch bücke, umso mehr regt das auch den Kreislauf an. Also das ist so ein kleiner eingebauter Zirkel sozusagen. Ja, letztendlich. Oder wie hier zum Beispiel auf der Leitplanke. Ich kann ja auch zwischendrin noch 10 Liegestütze machen, wenn ich mag. Kannst du dir vorstellen, dass du das außerhalb von so einem Event auch mal für dich machst? Also mit der Mülltüte losziehen und joggen? Joggen eher weniger. Also ich habe es tatsächlich auch schon gemacht, also im Urlaub auch immer, wo halt eben auch die Pfandflaschen nicht Pfand geben, dass ich die auch immer mit einsammle. Was mich so motiviert hat, ist eigentlich, dass man ständig sieht, wie schlecht die Leute mit der Umwelt umgehen. Vor allem, wie viel Zigaretten ich jetzt schon gefunden habe, finde ich ganz schlimm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie groß ist denn das Müllproblem in so öffentlichen Parks oder im Wald oder wie ist es denn in Coburg? Wenn man einfach mal nur so schaut, denkt man, ach, sieht ja ordentlich aus. Direkt auf dem Weg liegt natürlich das Wenigste, traut sich wahrscheinlich auch nicht jeder gleich da was hinzuwerfen, aber so nach dem Motto ins Gebüsch, dann sieht es keiner. Das ist halt das Problem, was wir nicht nur hier am Goldbergsee, sondern überall in Coburg haben. Und was macht es dann letztendlich aus? Also würden wir das alles liegen lassen? Wie sehr schadet das zur Umwelt? Was macht das eigentlich aus? Es schadet, von der leeren Flasche jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt genug andere Stoffe, wie zum Beispiel, wenn ich an letzte Woche denke, ein Ölkanister, der dann irgendwo steht am Lokschuppen. Das sind halt Sachen, wenn der umkippt, verseucht er gleich das Erdreich. Tiere, die davon fressen. Also es gibt so viele Sachen, die müssen einfach nicht sein. Also mir hat Blogging echt Spaß gemacht und es ist auch einiges zusammengekommen und vielleicht habt ihr ja Lust, das auch mal zu versuchen. Präsentiert von der SYK. Energie und mehr.